Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Your Turn to Die. Beim letzten Mal haben wir angefangen, gemeinsam mit Keiji, Gin ein bisschen zu verfolgen, der scheinbar einen Ausgang gefunden hat oder sowas in die Richtung. Und ja, sind hier zurück auf der ersten Etage gelandet, nur in einem komplett neuen Raum, nämlich hinter dem Lüftungsschacht, durch den damals Miley kam. Denn ja, meine Theorie von damals war tatsächlich richtig. Miley ist gar keine Puppe, sondern die Puppe wurde nur durch den Lüftungsschacht reingezogen und sie kam dann raus und so. Ihr wisst, was ich meine, genau. Punkt ist, wir sind jetzt gerade hier und gucken uns einfach mal weiter um. The door shut fast. This no handle probably can't be opened manually. So ein Mist aber auch. Looks like a refrigerator. It won't open. Verdammt nochmal, ich will essen. Würde ich niemals sagen. Aber ich bin gerade in Character und Sarah will bestimmt gerne essen. The monitor isn't powered. Super, ist hier noch irgendwas Spannendes? Behind the thick glass, I can see a figure that appears to be sleeping. Keiji, that's a person. Ist es noch ein Mensch oder doch nur eine Puppe? I don't show any sense of moving. They not notice us? Scheint aber auch eine Person zu sein, die wir auf jeden Fall noch nicht gesehen haben, so oder so. Sonst hätten sie es wahrscheinlich schon erwähnt, wie genau diese Person aussieht. Can't imagine it's a survivor at this point. If they're an enemy, let's hope they don't notice us. For now, doesn't seem there's any way we can get to the other side anyway. Let's leave quietly when we're done searching. Okay, sind wir fertig mit uns umgucken? Ja. Better make sure not to kick it, okay? Sarah, machst du das für gewöhnlich? Ich weiß ja nicht. The Miley Doll. Das haben wir uns auch schon angeguckt. Machine Passes Scattered About. Ja, das ist für unsere Collars da. Die wurden wahrscheinlich hier hergestellt. Die Lampe noch? The light is brightening up the room. Why did the light suddenly come on? Keine Ahnung. Jemand wollte vielleicht, dass wir das hier alles sehen, ha? Huh? Es war geplant, dass wir hier reinkommen würden. Ich kann aber gar nicht gehen. Hallo, wie komme ich hier raus? Keiji, lass mich raus. Da musst du dir nochmal irgendwas angucken. Findest du noch irgendwas Spannendes, was wir mit unseren bloßen menschlichen Augen nicht sehen können, weil du einfach die krassen Superpowers hast, um Sachen zu sehen, die man sonst nicht sehen kann? Ich hab keine Ahnung. Ah, there are computer disks in the drawer. What are these? I'm not really sure. Take a look through. Natürlich. Huh? This one has a label on it. Obtains the first floor security camera footage. Okay, cool. Well, now we might have been getting filmed. Keine große Überraschung, muss ich zugeben. You don't mean the whole time? It's not so strange. There's too many of us for just the floor mess to watch over. And you think about it, maybe so, but there were cameras? Ja, haben wir nicht gesehen. Klar, die waren klein und irgendwo in der Wand eingebaut oder sonst was, ne? Also, schon klar, dass wir das gut hinkriegen irgendwie, wenn die so ein Spiel hier auf die Reihe stellen können, auf die Beine stellen können, meine ich. Ich bin curious about the footage. Ich würde es mir gerne angucken. Got you curious, eh? Yes. We can probably view the footage on that computer. Ja, bitte. Should we watch it? Ja, sollten wir. Ich möchte es mir angucken. I've put in the disk from the drawer. The computer began loading the video. Und da sind wir alle. Oh, da ist Joe. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ach egal, ich habe keine psychischen Krankheiten mehr. Ich bin jetzt wieder geheilt. When we all first met up. Sure enough, we were being observed. Ja, ja. Also das Video doesn't have sound. Wir brauchen schon Sound, wenn man die Gesichter sehen kann. Ah, it's Joe, oh no. Hör auf mich so anzulächeln. Das war führerisch. Oh nein, er ist gruselig. Ah. Sarah, I'm okay. What is it? This video is pretty long. We should probably skip to the important parts. You're right. Are you prepared? Huh? You can see things you don't like. The other sides of your allies. Zum Beispiel von Joe, er ist das Mastermind. Ich wusste es doch. That's true. What if some distrustful act got recorded? KG is still suspecting that there might be a traitor. I'm prepared. I'm prepared. Okidoki. Let's watch the rest, shall we? KG began to play the rest of the video. Our actions up to this point played back. A recording from when we were all still alive. We skipped through, checking for anything suspect. And Sarah, it's okay, keep it going. You sure are strong. Ich weiß, danke, und cute. What, the central hall? Is this Kutaro? Someone placed a card? It's one of the roll cards used in the first main game. Who just placed it? Das war doch Kitaro, oder? Es war Kitaro, ja!
Aber, now someone picked it up. Wer war das bloß? So. What? Bin sehr, sehr verwirrt. Phew, that's some unexpected footage. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Ich dachte halt, dass So irgendwie... Ja, okay, vielleicht hat So jetzt Kyutaro erpresst, weil er das halt mitbekommen hat. Aber... Ja, vielleicht hat Kyutaro das einfach das für das Mastermind. Also ich glaube nicht, dass Kyutaro selbst irgendwie das Mastermind ist, aber toll, dass gerade Kyutaro gerade ein interessanterer Charakter wird. Das ist ja wundervoll. I think Kyutaro was the one who sets the role cards in place. Hold on a second. Ich weiß nicht, was wir sagen. Was? Think we can earlier. Was denn? We had a discussion like this before, remember? The one who set up the cards should have been So. So execute the strategy in the bar so we could use Kana. He placed the sacrifice card yet. Had Kana pick it up. And traded her a commoner card to put her in his debt. And then saw Joe pick up the sacrifice card. All of it was a trap laid by So, I thought. But from what we can see in this video, it's Kyutaro who placed the cards first. So just saw him and adopted it. That's all. Ja, das kann gut sein, tatsächlich. No way! Well, there's not much video left. While trying to sort my head out, I pushed play. Sure enough, Kyutaro was shown again and again, secretly placing cards. And So picked up a few of those cards. And indeed, made a trade of Kana. Was all true. Some mystery solved, others added. Keeping my hazy feelings in check, that's the remaining bit of video play. Huh? Are Joe and Kai talking about something? Können wir leider nicht hören, tatsächlich. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Such enigmatic faces. Just what were those two talking one-on-one about? Joe never told me about anything like this. Er musste ja auch nicht von allem erzählen. Aber ja, wahrscheinlich war das doch eine recht relevante Diskussion da. If we could just hear their voices. Hmm, that's everything of note in the footage. Should I grab some time? We should leave here soon. Hold on to this disc, Sarah. Okay. We made some findings. Now we search for Gin and work towards escape. Großartig. Das hilft mir alles wirklich gerade nicht sonderlich weiter. Nicht so selbst. Oh mein Gott, miau! There was a furry! Where are you, Gin? Where are you, Gin? Quiet, you're putting us in danger too, you know? What should we do? I don't hear his voice anymore. The situation's changed. Thinking safety-wise, we should probably head back for now. No, you wanna stop Ben and Gin? Yeah! Refuse to give up! Oh, fuck. Sidney Cage hat auch Angst vor ihm. You're right. Let's look around, Sarah. No more losing anybody. Right. Bist du da, Gin? Bist du da, Gin? Bist du in diesem Häschen? Bist du in diesem Häschen? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Hidden Room? Bist du hier? Oh, da glitzert was. That's something on the bookshelf. Ist es Gin? Oh, Victim Disc F. Cool. Kann ich mir das jetzt angucken gehen? Direkt? Pink Room. Der bedeutet, der Black Room ist halt, aber naja. Miley's Room. Ich würde gerne... Ja. Irgendein Computer Screen. There's another disc I found while exploring. Ja, natürlich will ich mir die angucken. The computer began loading the video. Und? Help! Oh, okay. Was sind diese ganzen... Oh, warte mal, Die hatten Halsband-Dings, genau, so nennt man das. Why does this have to happen? How could I possibly know which one's right? I can't do it. I can't fire these things. Ow. What, the collar's tightening. Stop it, I can't breathe. I fire, so stop it. Spielt sie auch russisches Roulette, nur andersrum irgendwie. Also halt so, wie es eigentlich gedacht ist. Ja, so spielt sie es wohl. Oh, whoops. The video ends here. Is this from the first trial too? It's just so cruel. How could I think of such a thing? Thought I knew entirely well. Thought enemies were practically demons. Even so, being shown this... Can we escape? From demons who make us do things like this. We'll escape them, alright. Her dying regrets, I'll... Du kennst sie gar nicht. Aber ja, okay, mach was du willst.
Aber ist das dann wirklich schon eine Person, die hier bei uns dabei war, oder war das vielleicht ein vorheriges Spiel, was schon mal gespielt wurde? Kann theoretisch auch sein, oder? Weiß nicht. Das ist ein Schlüssel, der ist neu. Ja, keine Ahnung. Ansonsten würde es halt langsam schon die Leute einschränken, die noch dazukommen können, wenn wir schon so viele Leute kennen, die gestorben sind. Also nicht kennen, aber von denen wir wissen, dass sie vorher schon gestorben sind. Okay. This wasn't here before, was it? Maybe I shouldn't go touching it. Take the key. Obtain a key with tag. Oh, KG. Not good. Someone's coming from the central hall. Ach so, das war jemand anders. In dem Fuß, Schritten. Fußschritten. Wie heißt das? Keine Ahnung. Vielleicht heißt es einfach Schritte. Let's hide in the kitchen. Let's go back to the kitchen and hide. Okay. Aber da können wir doch durchs Fenster gucken vielleicht. Auch wenn es ziemlich dunkel ist. Sehr close. Keep quiet. Know who you are, but don't notice us. The footsteps stop near the door. Es ist Miley. I see two. Ah, oh, es ist Miley und noch irgendjemand. One of them is Miley? Yeah. I can hear them talking quietly. Did you let them escape? I apologize. The key that was here is gone? Ah, oh, seriously, give it up. Is skin safe? Could the other person be? Es könnte So sein, also der richtige So oder doch der Fake So, ich weiß ja nicht. Der eine So jedenfalls. Listen, don't let Gushu have his way. He's trying to destroy the death game. Okay, also ist er vielleicht wirklich auf unserer Seite, dieser Gushu. Auf jeden Fall sind Miley und wer auch immer das ist, gegen ihn. What? Understand. The monitor room should have a surveillance mode, correct? Connect the blue wire and keep a careful eye on Gushu. What do you know about? Oh, and one more thing. You must retrieve the chip in Ranger's head. Oh, ihr wollt seine KI weiterverwenden, oder wie? The chip can destroy this place's security. It's a menace. Oder auch sowas damit machen, okay, meinetwegen. Destroy the security? Please be quiet. Will someone hurt you? Nee, würde niemals passieren. Then things would get quite fun, I suppose. Oh, and... What? Alarm? Alarm? What? The tablet? This is not the time! Oh, das... Oh, wir wurden gerade gehört vielleicht. Who's there? We have to run. Durch den Schacht in der Decke. Wirklich? Da kommen wir echt einfach so wieder durch? Okay, meinetwegen, klar. Phew, that was a close call. But goodness still. It didn't look like those two had captured him at least. Huh. Let's think about what we can do. What can we do? Wir sollten über die Konversation reden, würde ich sagen. Ich meine, wir wissen, was unsere Rollen sind. Wobei, nein, sie wurden gerade vielleicht getauscht, ha? Huh? Ja gut, okay. Priority should be to check our roles. That annoying noise earlier signaled a trade. Alright, someone's card must have gotten traded. We just have to look. Ich bin immer noch der Keymaster. Überraschung. Toll, hat sich nicht gelohnt. The second trade was performed 4 minutes ago. I'm still the Keymaster. And I'm still a commoner. So, was between people other than us. Ja, oder ein anderer Commoner hat mit KG getauscht halt. Kann auch sein. Glad it didn't add any extra complications. Okay. Now about that conversation we overheard. Genau, das wäre auch relevant. Those two mentioned some very interesting things. Yep, something about a chip in Ranger's head. Plus a surveillance mode in the monitor room. I don't know what sort of functionality it has. But if we could watch security cameras on all the floors. Sounds lots better than sneaking back onto the first floor and getting caught. Richtig, let's go. Gehen wir mal direkt darüber. Da sollten wir noch ohne Probleme mal Gin finden können, eventuell. Hoffentlich. Monitor Room. Also, was können wir machen? In front of the monitor is a machine that despite its complexity offers only simple functions. What should I do? Search under the machine. Looking down at the ground, various wires are connected to the computer. Den blauen Wire, den blauen Wire. They said it was a blue wire, right? Vielleicht war das ein Trick, vielleicht wussten sie, dass wir da waren und haben das nur so gesagt, um uns irgendwie auszutricksen. Let's try connecting it. Connected the blue wire to the computer. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht hatten sie einfach recht. Bingo. This is a surveillance system. Is skin on any of these? Es wechselt ziemlich schnell irgendwie. Könnt ihr das bitte aufhören? Danke. The sender monitor shows an empty bedroom. Huh? Something's odd about this bedroom. Huh? Oh, da ist Mishima. Huh? What? What's going on?
That's the Mishima AI. I'm headed back. Du wusstest das? Mishima ist in deinem Raum einfach? Now? Is this really for the best? Indeed. Well done, Miss Now. I'm glad your safety was ensured. But here, Professor, what should I do? Believe in me, Miss Now. I was miraculously revived, so that I could protect you. Do just as I say, yes? Right. Now put on a smile. I'd like to see you cheery, Miss Now. Yes. Fantastic. What a good student I have indeed. What's going on? This isn't good. KG. Now is acting strange, ja, keine Ahnung. Verhält sie sich wirklich seltsam? Ich weiß ja nicht. Sie macht halt das, was Mishima ihr sagt, aber ich meine, das passt ja eigentlich zu ihr. Außer, du meinst die Tatsache, dass, ja, die beiden überhaupt irgendeinen gemeinsamen Plan haben, was schon ein bisschen seltsam ist, weil es klang irgendwie ein bisschen suspekt. Now's behaving strangely, isn't she? It sure looks like Mishima put her up to something, richtig. Maybe that card trade earlier was now. It takes 50 tokens to trade. Now it shouldn't have very many, I thought. Then what in the world? Ja, vielleicht hat sie trotzdem genug dafür. Ich meine, wir waren auch im unteren Drittel-Team und so. Oder in der unteren Hälfte, wie auch immer. Jedenfalls waren wir auch in demselben Team wie Nao. Und wir haben auch genug Münzen für einen Handel. Mishima just said he'd been revived. But wasn't he always just an AI that Rekko destroyed right here? I got a good reason to destroy him and yet... I wonder if he's really the same AI. Stimmt, und Mishima wollte ja sogar zerstört werden hier. Das heißt, es ergibt eigentlich keinen Sinn, dass er wiederkommen wollen würde überhaupt. Only Nao's room having a monitor in it is pretty suspect too. Stimmt. Maybe the floor mess is plotting something. Um sie irgendwie auszunutzen für irgendwas. Now. Was mag das sein? Was mag das sein? Soll ich mich weiter umgucken? There's something of note. Bla bla. She must be exhausted. Okay, da war Rekko. Nichts Interessantes. Room of Lies. Alice's blood and rearranges remains are still there. Alice. Ja, das war schon ziemlich blöd, was da so passiert ist. There's something of note. Someone is standing in front of a bedroom. That's Kyutaro. Is he talking with the owner of the room? Maybe. We checked all the monitors, but Gin was nowhere to be found. Ja, das war auch alles noch auf dieser Etage halt, ne? The surveillance system is only for floor 3. Richtig. Sure enough, Gin's still on floor 1. Uh-oh, somebody's coming. Huh? It's Gashu. I shut off the security system. Mach mal besser, mach mal besser. Whew. Wobei Gashu vielleicht auf unserer Seite ist? I don't know. Oh dear. Just what are you two up to? Huh, sure are noisy. We're having a moment here. Oh my, pardon me then. While you're here though, tell me something. Are there AIs on all these monitors? You're precisely right. Here are assembled AIs of all candidates who cleared the first trial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stimmt, wir waren nur zu 9, ja. Huh. Gotcha, you can go. We're gonna take the next step. Yes, I shall leave you to it. Wobei. Achso, den First Trial. Wir waren aber zu 11. Weil der First Trial war ja das ganz am Anfang nicht das erste Main Game. Das würde auch gar keinen Sinn ergeben, weil Mishima ja hier ist. Und Mishima hat ja nicht das erste Main Game überlebt. Also never mind. Das ergibt keinen Sinn. Warum sind das nur so wenige Monitore? Egal. We should recover Ranger's ship. Sollten wir das? Weiß ich nicht. You okay not going after Gin? Of course I'm worried, but... Gin isn't just a child anymore. I'm sure he'll escape and return to us. Super, er soll mal lieber verringern, alles gut. And when he does, we should have an escape plan worked out to surprise him with. Maybe that's what believing is. Let's go to the room of lies. Was genau machen wir da? Ach ja, klar, weil... Ja, weil... Ranger da immer noch rumliegt, haben wir gerade das Thema erst. Was machst du hier? It is certainly within your options to spend some time together, you two. Schön, schön. Können wir gleich noch machen, Katie, okay, wenn du Lust hast, also wenn du gleich noch Zeit hast. Ich find's echt lustig, dass Rekko jetzt einfach kein Make-up mehr trägt. Sie ist einfach nicht mehr edgy. Also sie ist immer noch edgy, aber nicht mehr so edgy wie vorher. Yo, you two. What's the hurry? On a date.
Bastard, get away from Sarah. Warum? Lass mich doch in Ruhe. Lass mich machen, was ich will. Ich bin eine starke, unabhängige Frau-Dings. Genau, so nennt man das. wo wollte ich hin? Longstairs, genau. Oh, hi, Cephalin. Ah, where are you two headed? I just felt like telling some lies. Sort of lies. Ah, you can't. No, it's... You're not allowed in. Hold on, Cephalin. Can you just decide that? But you... See, we can't leave the bodies there any longer. We need to hold a memorial service. Aha. No buts about it. Let's leave it for later, Sarah. Ach, komm schon. Cephalin, verdammt nochmal. Wir müssen die Körper... Ja, oh, Miss Sarah. Right now... Ja, ja, okay. Leck mich am Arsch. Wir gehen ja schon. Bullshit. Ah, Miss Sarah. Hi. You came at a good time. So... Don't give me that displeased look. I just want to talk for a bit. About what? Huh? Wow, you're actually listening to me. Please, be serious. That's right. There ain't no time, so... Thank you very much, Sarah. Kitaro? Kana? Have the three of them been working together? Das war ja auch das Team, was wir schon in So's Traum gesehen haben. Um es jetzt einfach mal weiterhin als seinen Traum zu bezeichnen hier. This is important. Will you listen? Nö. Will you get on your bedside, huh? So what is he plotting now? Ja, okay, wir hören ihm mal schon zu, mein Gott. Thanks, Miss Sarah. So, on to business. I want to reconcile. Aha. Ist das so? Das glaube ich dir. Reconcile. We've always been friends. Ja, halt die Fresse, Sarah. I don't understand what the fuck. What do you mean by that? I don't understand. Oh, we've quarreled a bunch, haven't we? But I realized, you know, it can't go on like this. I can't keep lying to you. I mean, our real enemy is a kid of us, right? Yeah, also du. That's true. I want to put an end to this ridiculous death game. I want us to escape. And of course, I mean all of us. What a moving speech. I'm serious, KG. So how about we all share this laptop? Ist das so? Hast du den auch schon aufgeladen? It's my bad for taking it from you, but... In the end, I couldn't see what was on because the password had been changed. So, that's how it is. Also willst du nur deswegen dich mit uns wieder vereinigen? That explains why you suddenly feel like joining up with us. Who knows the password? Ja, richtig. You know the password? Enough of the bargaining. There isn't time. We have the password, so is the laptop. Reconciling means we share. I really do just want to reconcile, though. Well, whatever. Okay, as a proof of rebuilt friendship. Let's shake hands, Miss Sarah. Nein. Nee. I'm fine. I see. Can't help that. Tut mir leid, aber das hätte eine Falle sein können. Who knows? Well, at least shake hands with Kana. Kana. Oh, shit. So schwierige Entscheidungen hier. KG, wenn ich gleich ermordet werde, okay? Du passt auf mich auf, ja? Und du schuldest die anderen, alle drei, sofort, okay? Tret ihnen allen ins Gesicht. Come on, give me your hand. Was guckst du direkt so? I gently grabbed Kana's little hand. Kana, we betrayed you again and again. Stop it, Kana. We're friends. Sarah. And me? Here you go. Ah, you. Thanks. Okay, würdest du unbedingt meine Hand schütteln, wirklich? Mensch. Sarah, Kana, I'm watching you guys. I know what happened. What if there's no ill feelings? I'm great. Yes. Mariko, will you look at it with us? At Kai's laptop? Huh? Can I? Of course. Okay then, I'm turning it on. Ooh. What's open? If there's any clues, we can use to escape in here. A file named to Miss Sarah. Nee, klingt langweilig. File named Order 59, das klingt interessant. Kai, the dev game project is finally taking on tinges of reality. At last, your time has come to be useful to the organization. Guard Sarah Chiruin until the planned day and ensure she remains healthy. And as much as possible, keep an eye out for close friends, Joe Tazuna and Ryoko Hirose. Wobei die letztere ja nicht im Spiel selbst mit dabei ist, leider.
We can't add anyone else, understood? Fulfill your duty, Kai. Even Joe, my best friend Ryoko, I mentioned in here. Ich meine, Joe ist keine große Überraschung, ich meine, er war ja hier, aber... Huh. The file contains investigative reports on and photos of Joe and Ryoko. Don't tell me. Was a plan for Ryoko to get involved too? Wahrscheinlich? Vielleicht? Sie muss auf jeden Fall noch irgendeine Rolle spielen, ich weiß, aber... Full name Sarah. It's locked with a password. Keine Open, da sind bestimmt ganz viele Nacktfotos von mir drin, die er heimlich geschossen hat, da bin ich mir sicher. A file named Order 8. Kai, good work guarding the Chidoin family. Seems the Chidoins have been looking for assistance as of late. This is good timing, Kai. Get them to employ you and slip into their midst. This organization has prepared the necessary documents. They're all kept in this file. It's a forged resume. I guess under the photo is a real Kai. That seems to be pretty old. Ja, da hat er noch kürzere Haare wesentlich. I knew we had an assistant when I was a kid. But it was only while I was at school, so I never saw them around. Was Kai really there, at my house? Ja, hättest du das mal gewusst, dann hättest du ihn vielleicht nicht so sehr verdächtig am Anfang. Ist was im Müll drin vielleicht? Schade, leider nicht. A file named Sarah's Tastes. Can you believe it? Was soll das heißen? Did Kai make this file himself? Miss Sarah's favorite things, sweets edition. Strawberry jam, jam in general. Mashed sweet potatoes with chestnuts, kosher and toast. He's run out of money. Nothing but paste, huh? Taste notes. Miss Sarah eats well with a balanced diet. She especially likes sweet things. I'm happy to understand her just one more bit. It goes on and on like this. Das ist ein bisschen beunruhigend, aber an sich wussten wir es ja schon. Aber ist es wirklich relevant gewesen? So, Kai was sort of a stalker? Now that I think about it, there always was something paste-like at the dinner table. Oh, so nett von ihm, so nett von ihm. A file named Backdoor Smut. What? Hey, quit it with that. I'm not exactly excited myself, but... Well, it's not an image file, right? Huh? Never see open the file. Inside there were long strings of text and symbols I couldn't make any sense of. Can't make heads or tails of it, hard to believe Kai was into this. Is this a... Whatchamacallit? Some kind of programming thingy? You can't decipher this sort of thing. Ja, ich kann es leider nicht lesen, tut mir leid. Sonst würde ich mit meinen großartigen Informatikkenntnissen, die ich definitiv besitze, könnte das ohne Probleme entziffern natürlich, aber kann ich wohl nichts machen. Kann ich wohl nichts machen. So, last but not least, to Miss Sarah. Hello Miss Sarah, I'm Kai. I'm truly sorry you had to get involved in such an incident as this. This was written during the death game. Miss Sarah, if you're reading this, there's something I want to tell you. I, Kai Sato, was an agent belonging to a certain vile organization. In addition, I was raised as an assassin. An assassin? If I could not carry out the assassination orders I was issued in my youth. I could not kill another human being. Du konntest nur mit deiner Pfanne schlagen, vollkommen richtig. My father was disappointed in me, and my standing as organization was low. Then, one day, I was appointed to a certain task. It was to guard and care for you from the shadows. I say this, but it was not a task I had in high regard at first. Not until the plans for the death game were beginning to approach reality. Huh. I myself did not know the death game's objective. Verdammt nochmal! Aber gut, wäre auch ein bisschen simpel gewesen, wenn du es uns jetzt einfach verraten hättest. However, while this is merely my impression, Miss Sarah, it is possible that this is all revolving around you. Das wurde schon mal erwähnt, gerade eben in einem Video, was wir gesehen haben. Hm. Of course, I do also believe that you are merely a victim, Miss Sarah. Vielen Dank. Aber was wollen die von mir? Still, the organization needs you. Wofür? Warum gerade ich? And they will take any means necessary. The organization's name is Asunaro. It's a secret organization possessing superb technology in a multitude of fields. Das habe ich schon mitbekommen. Asunaro. Ist das ein Anagramm oder so vielleicht? Für Rosuano. Ano. Ana. Anora. Okay, ich gebe auf. Schade, ich bin nicht gut im Anagramme lösen. Wenn ihr gut im Anagramme lösen seid, dann bitte löst das hier, das Anagramm. Das ist bestimmt ein Anagramm, ne? Also Anagramme sind super. Asunaro. You startled me. What's the matter? Was ist denn, Kyutaro? That's the same name as the orphanage I'm from. Okay.
Okay, why not? Settle down, let's keep reading. Nein, das ist interessant, ich will weiter mit Kitaro darüber reden. Ich glaube wirklich nicht, dass Kitaro hier direkt mit drin hängt. Ich glaube einfach, dass er den Auftrag bekommen hat, die Karten zu platzieren halt. Vielleicht, oder sowas in die Richtung. Aber sonst wäre er auch nicht so schockiert jetzt gewesen gerade. Aus dem Waisenheim. Kommt aus dem Waisenheim, was irgendwie immer zusammenhängt. Das heißt, sie haben vielleicht Kinder gezüchtet quasi. Für irgendwelche Zwecke. Wäre auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert in Stories, glaube ich. Oder? Ja. This death game is not for pleasure nor revenge. This organization, it is an inevitable mission. That is what my father believed. His father. This organization drove my father mad. There may come a time you must confront him. At that time, please defeat my father, Gashu. Dein Vater also. Also ist ein Mensch. Er ist ein Mensch, okay. I've collected all the data I've researched in the Sarah folder. If I'm already dead, please make use of it. Das heißt aber auch, dass er einfach nur derjenige ist, der ja die Puppen hergestellt hat. Und er ist auch das Mastermind quasi. Damit habe ich das auch schon bestätigt irgendwie, ne? Dass er das Mastermind ist. Oder? Oder nicht? Verstehe ich irgendwas falsch? The organization drove my father mad. There may come... Okay. Vielleicht ist sein Vater nicht unbedingt der Anführer der Organisation. If I'm already dead, please make use of it, okay? The password is your mother's name. I hope it can be of some use. Ich habe keine Ahnung, wie meine Mutter heißt. I'm afraid you will not be swallowed up by the whirlpool of deception and slaughter. Please survive, even if it must be you alone. This message ends here. Okay, we're all working together now. Hey, so, don't you think this is a of suspicion? Hä? Ich, nicht ganz eigentlich, nicht so wirklich. Eigentlich macht es mich eher noch verdächtiger. Ich meine, okay, natürlich stehen da Sachen drin, die dafür sprechen, dass ich auch nur ein Opfer bin und bla bla bla, aber... Weren't you on about that? Saying Sarah, Kai and Joe were the masterminds working together? Ach so, Well, there was just a little tit for tat. I wasn't exactly calm at the time. Sorry, Miss Sarah, I'm glad we could reconcile. Ist das so, vertraust du mir jetzt? Ich vertraue mir selbst halt kaum noch, ist das Ding. Weil ich anscheinend ja ziemlich relevant für dieses ganze Spiel hier bin. Aus irgendeinem Grund. Aber du auch. Ich habe ein Passwort bekommen. Tatsächlich, a folder named Sarah. It's okay for password. A story typed in my mother's name. It opened. A file named personal thanks. Klar, okay, fangen wir an. Ich bekomme gerne Dankesagungen. Hello, this is Kai. Apologies, but this message has absolutely nothing to do with the death game. Ach, komm schon, Kai. Miss Sarah, I wish to express my personal gratitude as Kai Sato. I owe a great deal to the Chirin family. Your father hired me as an assistant to help out with job and housework. Of course, this was also a job for the organization to keep watch on you. At first, I felt disgusted with your father, who treated me as if I was family. Aber irgendwann hast du es angefangen zu mögen, hast du angefangen zu weinen, so kennt ihr deine Pfanne. I was trained as an agent from a young age, and never experienced anything such as affection. I was afraid that I might be changing. But over time, I came to want to protect your family. I wish to see you grow to maturity with my own eyes. For the first time, I had a reason to live. I'm truly glad I could meet the Chidoins. Thank you very much, Miss Sarah. Ach Mensch, Kai. Er war halt wirklich irgendwie ein lieber Typ irgendwie. Ja, irgendwie. Aber... ja, er konnte uns leider nicht allzu lange begleiten und uns allzu weit weiterhelfen. Er hat uns bestimmt auch irgendwelche interessanten Sachen verraten können, wenn er noch hier geblieben wäre. Aber gut, wir bekommen jetzt hier ja schon, denke ich mal, das Relevanteste mit zumindest. A file named Important Background Check File. Wer ist das da unten? Ist das KG? Who knows? Hello, this is Kai. I was able to use an old ID to successfully access a very small section of the organization's database. There I discovered the data pertaining to participants in the death game. Unfortunately, data on most of the participants was protected in such a way I could not extract it. But there was one man in particular for which the protection was removed. It appears his file was at one time deleted. For some reason or another, it was restored. Who could this be? Das könnte es so sein, nur aus einem anderen Winkel, irgendwie. Aber sein Schal passt ihm und das Gesicht und die Haarfarbe irgendwie auch, ne? Nur, ist ein bisschen anders. Ja, genau so. Genau das denke ich mir auch gerade.
This guy's... What's the matter? Was ist los mit euch? Warum erkennt Sarah ihn als einziges nicht? Außer ihr erkennt irgendwas anderes darin halt, was ich den Ernst gerade mal für realistisch halte. What? Everyone's acting strange. Do they all know this person? Scheinbar schon und du anscheinend nicht. Ich dachte, das wäre jetzt so. Oh. Sorry, I gotta use the toilet. I don't even know his name. However, there's only one reason the organization would lead a fall on someone. Namely, death. Aber er kam zurück von den Toten, oder was? If he passes away before the death game, his father was then restored. Perhaps that means he was revived. So wie so. Denn wir wissen ja schon, dass So umgebracht wurde von Alice, nicht wahr? Genau. Alice hat So umgebracht ursprünglich. Aber So lebt wieder. What? Revived? I know. I know I've seen this guy. Somewhere or another. But why can't I remember? You neither. And I think so too. But she can't remember anything. Und wir erkennen ihn gar nicht? Okay, es ist wohl nicht direkt so einfach, offensichtlich. Okay, tut mir leid. Does anybody know this guy's name? Ah. He's wearing the same scarf as So! Thank you very much. Huh? Cannot solve the riddle concerning him. There's one more curious aspect. There should have been 20 participants in the death game, but there were not enough files for everyone. My supposition is that... Ja, komm schon, senk mich nicht ab von der Scheiße hier! What? That sound? It's been a trait! But there's ain't no time for that! Someone who isn't present initiated a trait. Focus on the laptop, verdammt nochmal. Guys, the info on the laptop is more important than our cards right now. I mean, we can't not look, right? Wir können es uns auch später angucken. Vitaro and the others started up their tablets. Okay, am Arsch. Jo, fine. So, was ist passiert? Nichts. Let's put up the tablet. Keymaster. Okay, haben sie Keymaster immer noch. Now back to the laptop. Oh, oder auch nicht. Hä? Huh? Was bin ich? Fuck. Ich kann nicht das Sacrifice bleiben, das Ding. Ich kann nicht das Sacrifice bleiben. Weil, dann wäre das Spiel mit diesem Kapitel zu Ende. Egal, ob ich überlebe oder sterbe. Außer wir haben im dritten Kapitel dann einen anderen Protagonisten. Das ist gar nicht mal unmöglich. Wenn ich jetzt sterbe, dann, weil ich nicht gewählt werde. Das wäre sehr, sehr interessant, wenn wir dann, keine Ahnung, So im dritten Kapitel spielen. Auch wenn ich Sarah vermissen würde, aber trotzdem. Ha? Huh? Sacrifice. Third trait has just been performed. There's someone's taking it. Someone traded cards of me. And of all things, they pushed on me the sacrifice. Inconceivable. War das So? Weil So ist gerade weggerannt. So ist gerade auf Klo gerannt, direkt. In Anführungszeichen auf Klo. I mean, I'm fighting for everyone's. Ah. I'm suffocating. Huh? I can't breathe right. What's the matter, Sarah? How's it feel to have my card? Großartig. Fühlt sich großartig an. Wir können bald gemeinsam tot sein. Und so. Calm down right now. The laptop. No worries. It's not like that card means you definitely die, you know? The laptop. Of course you did kill me. Sarah. Calm down. Ah. Little touch on my shoulder. Ja, KG, wir sterben zusammen. Und wir sterben zusammen, meine ich. Ja, was meine ich damit eigentlich? Wir überleben gemeinsam, genau. Jemand wählt mich und wir kommen gemeinsam zu zweit, okay? Und lassen alle anderen zurück. Damit kann ich voll gut leben. But the hallucination won't go away. I need to trade cards. I have 50 tokens. Right, that's the vault in my bedroom. I need to go get it. My body moves on its own. Not caring about anyone watching, I start running. Where's the wallet? Wahrscheinlich hat jemand gestohlen. Oder ist das da drüben? Hilfe! Hilfe! Wo ist das wohl? Wo ist die wohl, die Wallet? What is under the bed? Is the wallet überhaupt irgendwo? Where is it? I've looked everywhere, but I can't find the wallet. Why? I know I couldn't have lost it. Sniff. I don't want to die.
Is there any other way? The Room of Lies. Verdeck alles des Tokens. Hat die noch jemand genommen? Wirklich nicht? Halte ich fast für unrealistisch. Before I collect the body. For the sake of my future. Vielleicht hat Now unsere Münzen geklaut. Weil wir hatten ja gerade das Thema, dass Now eigentlich nicht genug Münzen haben sollte. Oder sind Alice's Münzen geklaut, denn Alice ist nicht mehr hier. No. Alice's body has been completely cleaned up. You're kidding. Das wusstest du doch, das hat Zephalin doch gesagt. Wait, no. No, I'm going to... What do I do? Miss Sarah. Zephalin. I just finished cleaning. Of course, I also carefully transported the bodies. This might be my last chance. Trick Zephalin. Are my tokens around here somewhere? Huh? Did you lose your wallet? I haven't seen it anywhere. Oh, I don't mean that. I entrusted my tokens to Alice. All of them, temporarily, for a certain plan. Huh? I plan to take them back, assuming survival. And we didn't hear anything about the dead's tokens being forfeit. So, could you give them back? Miss Sarah, Alice didn't have any tokens. Och man, oh, warum hat er keine, warum hat er keine Tokens gehabt? Dann hätte er doch statt gehen ans Brett gemusst, oder nicht? Hä? Huh? Sorry, I'm busy, so if you'll excuse me. What's going on? Alice didn't have any tokens? That's impossible. Alice was one of the high places for tokens, richtig. Also, wenn, dann hat sie jemand anderes geklaut. Vielleicht auch dieselbe Person, die unsere Tokens geklaut hat. Did someone do this to trap me? Why am I laughing? Hey there, having fun, Sarah? Yeah, I can't mess with energy to think about anything anymore. In the end, I guess you weren't seriously thinking you could escape either, huh? Is that so? Just the hunch I got. You find hope for everyone else, cause those without hope die. Is that how you thought? That's... You're totally right. Yeah, I never thought I would die myself. Pretty conceited in the end, weren't you? Yeah. Honestly, whatever I do, I'm hopeless. Joe, finally, I won't have to run from you anymore. Keiji, rette mich. Oder Gin. Oh nein, das ist nicht, was ich wollte. Big Sister, stay with us. Meow. Gin. Big Bro, Joe isn't here, meow. Don't give any attention to anything weird. Oof. Why are you here, Gin? Why am I here? So I can cheer Big Sister up, obviously. Gin. Okay, danke, Gin. Danke, danke. Sehr nett von dir. Ich hab dich auch lieb. Mhm. Wie soll ich ihn nur weiter beleidigen jetzt gerade? Kann ich doch nicht machen. Ich bin auch kein Unmensch, nicht wahr? Believe in the real Joe. Please, Big Sister. Believe in Joe? You're not the only one who couldn't do anything. Meow. Me and all of us. We've regretted, we've suffered, meow. And yet, Big Bro Joe put on a smile through the end, meow. And everybody else who died, they were thinking of the ones who'd be left till the very end, woof. So I'm sure what he really wants is for everyone to get home alive. That's why und vor allem will er, dass du überlebst, Sarah, bin ich mir sehr sicher. You have to believe in the real Joe, Big Sarah. The real Joe. I don't know. I feel like I've lost sight of him already. That guy was always by my side. Du hast the courage to face him head on? Hab ich das? Gute Frage. Und ich würde sagen, die Antwort auf diese Frage erfahren wir beim nächsten Mal. Kann ich hier speichern? Ich kann hier speichern, okay, gut. Ja, der Part ist schon lang genug, würde ich behaupten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es passiert momentan nur interessante Scheiße. Jetzt gerade, wo die Minigames vorbei sind, jetzt, wo es keine so klare Struktur mehr gibt, wo man immer weiß, also ungefähr weiß, was als nächstes kommt, auch wenn man natürlich nicht, ja, weiß, was von der Story her als nächstes passiert, aber durch den klaren Aufbau, durch die klare Struktur, verliert es ein bisschen so an Überraschung. Und jetzt gerade, wo es diese klare Struktur nicht mehr gibt, passiert wieder dauerhaft abgefuckte Scheiße. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Es wird gerade richtig, richtig gut. Mir gefällt das alles sehr, sehr gut. Ja. Ich bin gespannt, wie wir das beim nächsten Mal aufklären werden. Wir werden nicht das Sacrifice bleiben, das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Wenn doch, okay, interessant. Aber wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal gerne einen Kommentar da und dann ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.